Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Together Destiny. Der verblähte Korax. Der verblähte Shadow Mask. Und der verblähte Micha Snake. Hallo. Juhu. So. Rein? Rein in die Höhle. Yay! Und Micha hat direkt auf den Haufen geschossen. Boom, boom, tot. Wir stehen hinten. Links oder rechts? Da rechts, ich gehe, würde ich sagen links. Ja, rechts ist ja hier zu. Warte mal, liegt da was? Ne. Habe ich auch gerade gedacht, aber. Ach, da ist zu, okay, ich hab's nicht gesehen. Ja. Musst du auf den Bildschirm achten. Dunkelheitszone. Oh Gott. Schrein von Onyx. Ah, ich sehe schon rote Zeichen auf dem Bild. Oh ja, ja, Alter. Alter, was ist das denn? Was für ein Monstrum das ist. Was ist denn das? Bewegt sich auf jeden Fall und graviert, glaube ich, irgendwas. Ist eine Maschine? Ja. Ja, ja. Aber ich hoffe, das ist nicht unser Gegner. Ey, apropos Gegner. Ja, wir haben noch Gegner auf der. Ja, bla, klein Kuhstein. Aua. Dumm Noir rang. Aber hier sind alles mögliche, die Gefallenen und die Schar. Ich dachte, die vertragen sich gegenseitig nicht. Und ja, ich hab wieder was Weißes. Bekämpft sich auch gegenseitig. Also. Aber du weißt ja, der Feind meines Feindes, ne? Ist mein Feind. Ist das recht, mein Feind? Huch, ja. Als hätten wir nicht schon genug Feinde. Na, kämpfen wir gegen die Feinde des Feindes. Genau. Einfach um den Feind mit Feind zu tun. Richtig. So. Noch einer? Nö, das war's. Jetzt sollen wir zu der Kugel da oder was? Ich schätze mal, ja. Ich will nicht. Oh. Na gut, ich glaube nicht, dass Kugeln schreien. Korax, bist du hingefallen oder warum hat's gerade so gebebt? Ha! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Oger? Was Oger? Am Arsch! Leute, was ist das? Voll auf die Glatze! Gib ihm alles! Okay, der war wild. Also ich bin im Superrein und Gott sei Dank haben wir Level 8 genommen und nicht 12 oder so. Alter, ich glaube, wir hätten jetzt echt verkackt. Alter, was war das für ein fetter Oger? Ich glaube, du noch einmal meine Kumpels von hinten an. Nochmal einer oder was? Nö. Genau, super breit, also. Ja. Ich nicht mehr. Da, nimm hier, hat's noch Energiekugeln. Ja. Die, wo du siehst, sind deine. Achso. Ja. Oh, guck mal. Dieses Kabel leuchtet. Es pulsiert und dann kommt Gegner. Ich würde mal mehr auf den Gegner achten, als auf den Kabel. Was für Gegner, das ist doch. Hey, schaut mal, das ist da die Tür, wo ihr gerade drin steht. Ja, ja. Bleib eigener. Sieht schon ganz geil aus, wenn ihr hier ballert und ich nur hinter euch stehe. Boah. Ja, hey, ich krieg was Weißes schon wieder. Dann meinst du, der Jäger steht dahinter. Wartet mal, ich hab einen Helm und neue Schuhe. Ich muss mich mal kurz ein bisschen ausrüsten. Hier liegt ein toter Geist. Oh, doch auch mal. Erste Mal, Wahnsinn. Ja. Ich hab gerade noch was Leuchten gesehen. Hättet mir auch mal was Besseres geben können. Ich hab, glaube ich, nichts Neues. Ne. Micha! Ja, ich sagte doch, ich bin gerade noch am. Micha! Ja, ich sagte doch, ich bin noch am. Ey, wisst ihr, woran mich hier diese. Wo ist der Geist? Hier bei mir. Wo bist du? Hier im Eck. Und wo ist das Eck? Hier. Hey, toter Geist. Ey, wisst ihr, woran mich diese leuchtenden Kabel erinnern? Woran? An diese Kabeldinger da von Crysis. Oh, stimmt, ja. Stimmt. Das erinnert mich voll daran. Wir beten die Kugel an. Ach du Scheiße. Warte mal, lass mich wieder noch ein bisschen snipern hier. Warte, ich möchte so mich zu schneiden. Ja, aber so auch anschleichen. Den Titan, den musst du hören. Genau. Ey, da fährt irgendwas nach oben. Seht ihr das? Ja. Ah. Kannst du auch drauf. Und wunderbar, die Gegner da hinten abknallen. Hallo. Ich sehe schon kommen, ich snipe jetzt darüber, schieß auf die Gegner und im nächsten Moment bin ich tot, weil irgendwas Großes kommt. Richtig. Pass auf. Oder weil eine Säule von oben runterkommt und zerquetscht dich. Richtig. Auch möglich. Guck mal, ob hier. Oh, man kann dazwischen diese. Ja, da gibt's auch noch Wege, dann kannst du unter den Schrein rein. Meinen Schwachpunkt finden. Guck mal hier rein. Oh, Kreis einsetzen müssen wir da. Ey, das sieht aus wie lauter Nanopartikel. Ja, ja. Auf jeden Fall sieht's ungesund aus. Auf jeden Fall einen Geist reinsetzen. Das ist. Micha, machst du das? Ich bin gerade dabei. Oder so. Okay, Geist ist rein.
Okay. Ich guck glaub nicht, dass das uns gut tut, wenn wir da drin sind und diese komischen Balken da sind. Des Systems. Nee. Ich muss die Verbindung irgendwie trennen. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn wir da werden wir in keine transdimensionalen Strudel gezogen. Ich glaube es eher, dass da gleich was kommt. Amen. Amen. Die Frage ist, wie Tür geht auf. Oh, eine Ach du Scheiße. Oh, hab ich auch gerade gesagt. Immun. Was? Ja. Ich hab auch Superattacke. Oh, hier kommt so Läuferviecher. Alter, ich bin tot. Komm zu dir. Also, lass dich nicht mit dem Ding treffen. Hoppala. Ja, das tut zu mir. Seid ihr tot? Nee. Nee. Mistviecher. Ja. Alter, ein Treffer, ich hab noch einen aufgelegt. Alter. Oh, nehmen wir hier schon wieder abgelegt. Ja, warte mal da auch. Jungs, ich bin tot. Ja, ich mache gerade den kleinen Kuschbeck. Machen wir den großen mit dem Paket. Lass mal einen Schuss und der ist tot. Ja, will ich machen, aber ich will. Ich hab bloß eine MG. Holt mich mal einer zurück ins Leben, ich mache fertig. Ja. Ich hätte, wo bist du? Hinten. Da noch mal Stoß? Ja. Danke. Wo ist das Viech? Verdichtet. Oh, muss man die Kugel jetzt kaputt machen? Ja. Ja. Okay, mit Raketenwerfer. Boah, Alter. Ich glaube, es reicht. Alter. Boah, guck mal das an. Boah. Eis. Was? Das war's schon? Alter, große war die Verbindung getrennt. Ja, wie gesagt, Gott sei Dank Level 8. Der Schein hat mit Fremden da draußen kommuniziert. Was ist ein Viech gestorben? Ihrem ja, bei Gott mir. Oder König. Ja. Was auch immer es gewesen na, ist. Na, nee, der hat nichts fallen lassen. Das kommt näher. Schade. Boah. Liegt da auch nichts auf den Dingern oder so rum. Alter Verwalter. Ey, was du da begegnest, ist übel. Allerdings, ich bin mal gespannt, was uns jetzt noch erwartet beim Strike. Oh, nee, jetzt kommt. Nebenbei kommt noch eine normale Mission. Ja, kommt noch eine andere Mission vorher. Der Strike ist Level 12. Nochmal auf nochmal. Ui, was ist das für eine Kugel? Eine Flinte und ein Arm. Missionsprämie. Ja. Das heißt, du hast immer so Schutzausrüstung, weißt du, so ein Bauarbeiterhandschuh, weißt du, so ein Gummihandschuh oder so. Ja, ihr mich auch. Allerdings. Ihr seid Penner. Tode, 111. Ey, cool. Toll. Du hast gut. Natürlich ja präzise Kills. Der nur ganz vorne ist, hat die meisten präzisen Kills. Komisch, oder? Irgendwas macht unsere Jäger falsch. Du hast mehr oder ich weiß es nicht. Du hast mehr generelle Kills, mehr präzise und auch mehr Fähigkeiten-Kills hier als alle. Ja gut, ich renne auch immer direkt vor. So, warte, ich guck mal kurz in mein Upgrade-Menü. Ja, bei mir blinkert's auch. Ja, bei mir blinkert's, weil ich hab hier Dingens fertig. Oh Gott, meine Schlangenrüstung kann ich aufmotzen. Ja, wir fliegen eh kurz zum Turm, weil ich hab auch hier Dingens fertig, Beutezug. Toll, die Rüstung, die ich gekriegt habe, ist natürlich um 2 besser als die Rüstung, die ich jetzt anhatte. Und du hast momentan eine grüne und das ist eine weiße, oder? Ja. Weiß, das hast du auch. Mann, was ich ätzend finde, du hast eine grüne Rüstung, denkst du, ja, endlich, ich hab hier Stärke, Disziplin. Boom, alles kriegst eine weiße, hoch. Billige. Bam, kriegst du eine weiße, die 10-mal besser ist, denkst du, oh, scheiße. Vor allem hab ich die... Du gewöhnst dich so sehr daran, diese schnellen Nahkampfangriffe wieder zu haben und diese schnelle Granatenwürfe, da stehst du da, ich will eine Granate. Oh, ich hab eine Granate, 5 Minuten später, ich will eine Granate. Was das Geile ist, die Rüstung, die habe ich ja vorhin hier von meinem Typen da bekommen, von meinem Spezialtypen. Mhm. Von meinem Jägertypen. Und jetzt kann ich sie ihm eigentlich wieder zurückklatschen, weil ich eine bessere habe. Da hast du ja. Nach einmal benutzt es all. Ja, du Vollidiot, ich habe was Besseres als das, was du mir andrehen wolltest. Du, wie war's bei mir? Ich gehe hin. Schlechter. Okay, von was kriege ich am meisten? Ja. Hier genauso auch jetzt gerade die Handschuhe, was ich gekriegt habe durch die Strike-Mission, also durch diese Stings-Mission hier. Mhm. Ist war schlechter als die Handschuhe, was ich schon anhatte. Also oh, Post. Was, Post? Ich bin noch gar nicht auf dem Turm. Ja, ich lande auch gerade. Ich bin schon. Post und unten müssen wir abgeben. Ich kann 3 Stück abgeben. Weil einmal Post. Hinweis. Oh, Leute, echt jetzt? Auch. Und wieder zum Beutezug-Ding, was will der jetzt? Besiege auf dem Mond. Oh, ich hab nicht genügend Strike. Platz. Alles erledigt. Das ist cool. Für wir Post. Beutezug für, dass wir im
Dingens jemanden besiegen. Cool. Aber mal, wo hau ich denn das Zeug mit der Post hin? Ich hab nicht genügend Platz, sagt der mir gerade. Dann musst du was von deinem Beutezug wegmachen. Ah, okay. Oder gib ihn einfach vorher ab. Ich geh mal zu meiner Ausbilderin hier da, die Tusse da. Ach, da kann ich die Kugel abgeben. Kriege? Waffenanforderung, okay. Ach, da kriegen wir wieder eine Waffe aussuchen oder so. Ja, wir können wieder hoch zum Waffenmeister und eine Waffe aussuchen. Schön. Cool, hoffentlich ein geiles grünes Scoutgewehr, das wäre Hammer. Brauch ein neues Scoutgewehr unbedingt, Alter. Hoffentlich ein blaues Maschinengewehr. Ne, ein lilanes Maschinengewehr. Genau, lila. Weil wir vor allem noch nicht mal alles grün haben hier und jetzt willst du mit lila, willst du verarschen? Ey, ich setze mir die richtigen Ziele. Roger. Besten noch gelb, weißt du? Oh ja, Tatsache. Oh, ich kann sogar echt ein Scoutgewehr aussuchen. Ja, das werde ich auch machen. Definitiv ja. 91-99 Angriff und ist grün. Perfekt. Melzziegelaufträge kann ich mal alle wegtun, die brauche ich erinnern. Hat auch gut Damage. Warum hast du Schmelzziegelaufträge dabei? Weiß auch nicht, die habe ich wahrscheinlich mal bekommen oder so. Die ist genauso wie meine, macht mehr Damage und hat mehr Reichweite. Die ist perfekt, die Waffe. Krass. Der geil. Hat auch sogar die genaue Schlagkraft wie meine. Okay. Muss das. Und hat natürlich aber mehr und ist grün. Der Waffenbahn erhöht ihre Stabilität, kann ich freischalten, okay. Cool. Achso, was hat der noch an Zeugsel hier? Ziel vor Gott, besiege vor Gott den Ungezähmten im Strike. Oh Gott. Ja, oh Gott, genau. Austausch. Habt ihr den auch? Ja. Na gut, den nehmen wir mal mit, weil das machen wir jetzt nachher eh. Ja, erst kommt noch eine andere Mission. So, und was hat mein neuer... Ich muss sagen, ich habe mittlerweile auch Gefallen an den Automatikgewehren gefunden. Ich nicht. Soll ich meinen komischen Slimeball hier abgeben? Jetzt habe ich gerade endlich mal ein Dingens gefunden, ein Slime, und jetzt muss ich den wieder abgeben. Nee, dafür kriegst du irgendwie so eine Waffen-Dingens und da kannst du dir eine Waffe oben aussuchen. Von der Primärwaffe. Cool. Ja, ich habe mir gerade mein Scout-Gewehr geholt mit 91 Damage für grün. Na, auf jeden Fall grüne Waffen. Kannst du Impuls, Automatik, glaube ich. Fusion ist, glaube ich, auch mit dabei. Oder Handfeuerwaffe ist dabei und Scout-Gewehr und so weiter. Also kannst du hier eigentlich aussuchen. Mit was du am liebsten zockst. Scharfschütze. Ja, nee, die ist nicht dabei. Das ist eine Primär. Scharfschütze. Auch nackt. Scharfschütze. Du hast ja auch ein Scout-Gewehr auf dem Rücken, sehe ich gerade. Ja, ist das ein Scout-Gewehr? Muss mal schauen, weil dann kann ich das andere endlich mal ablegen. Genauso aus wie meins. Ja. Vor allem könnte ich meins upgraden, verdammte Kacke. Nicht. Verbesserter Schaden. Jetzt habe ich Angriff 79 und das, was ich jetzt kriegen würde, wäre... 91, da brauche ich nicht lang fragen, dann nehme ich gleich das. Ja, meins hat 64 gehabt vorher, was ich da hatte die ganze Zeit. Gut, da ich jetzt meins ja gerade aufgerüstet habe. Ich habe ja ein weißes gehabt, das konnte ich nicht mal aufrüsten. Nehmen wir das und verchecken das andere. Alles klar, also ich bin soweit. Warte, ohne Moment nur, ich muss hier noch Waffen verchecken. Was sagt die Zeit? Wir haben noch Zeit. 14. Passt. Dann trinke ich erstmal da weiter was, bis du fertig bist. Mein Scharfschützengewehr muss ich noch upgraden, und zwar... Verbesserter Schaden, jawohl. Ja. Auch noch. Jetzt hat mein Scharfschützengewehr Level Angriff 99. Cool. Okay. Sonst nice. Noch irgendwas? Scharfschützengewehr 79. Toll. Ach so, ja, mein Brustpanzer kann ich jetzt umbauen. Den anderen natürlich wieder abgeben. Ich muss. Was habt denn ihr an Verteidigung jetzt? Ich habe momentan 212. Oha. 189. 192. Boah. Also langsam kommt da so ein kleiner Unterschied bei vor, ne? Ja. Also gut, wir können. Eigentlich alles klar. Eigentlich nicht wirklich halt, aber ich habe ja noch viel Weiß noch dabei, also. Ich habe auch bloß ein bisschen grün, glaube ich. Egal. Eine Viertelstunde haben wir noch. So ist es. Dann kriegt man noch die eine Mission und dann
machen wir unseren Strike. Ich lasse es auch nebenbei ein bisschen mit Bad mitlaufen, dass ich ein Auge drauf habe. Vom Schaden her halt. Hey, ich bin fast Level 11. Was lässt du mitlaufen? Die Zeit bei mir auf dem Smartphone. Achso. So, Level 8 oder Level 12? Ich sag mal Level 8. Ja. Wenn ich mich da an den Großen erinnern muss und wenn das so abgeht, wie zum Beispiel zu der Himmelsmacht, was auch so ein großes Symbol war am Ende, da wird es ziemlich böse abgehen. Ja, möglich. Ich muss sagen, der Mond war schon heftiger als die Erde. Ja, und es wird wahrscheinlich noch schlimmer. Es kommen ja noch ein paar Planeten. Das einzig Heftige auf der Erde war eigentlich das Strike und Himmelsmacht. Übertragung. Was stand da eigentlich bei Level 8? Normal oder? Ja, ja. Nichts ist wichtiger. Ja, unmöglich. Wir glauben, dass die Schar dem Reisenden mit einem Ritual sein Licht also heißt, entzieht. Was immer es ist, wenn, wir müssen es verstehen. Unter unserem Level und also aber es geht, glaube ich, gar nicht tief. Hat man eine Beta ja auch, hat man Level 2 Missionen, war trotzdem noch auf Normal. Nee, da gab es glaube ich auch leicht. Da ist der Mond schon wieder. Den ja, spaltig. Gekratzte. Total ausgehöhlte. Ja. Eigentlich müsste da gar keine Anziehungskraft haben. Dieses könnte in jeder der unzähligen Kammern hier der stoffen. Müsste in sich zusammenfallen. Wenn wir Risse finden. Vielleicht wegen der Kugel nicht, aber die haben wir ja kaputt gemacht. Die gesamte Scharfestung kartografieren. Wir müssen es tiefe Risse finden. Aha. Boah, ey, das Scout-Gewehr ist geil. Das ist hübsch. Mich ja schon mal Scout-Gewehr. Ah, sorry, genau. Hyperding gefällt mir also. Ah. Das. Oh, das sieht aus wie ein Scharfschützengewehr. Vorne mit Abdeckkappe und. Ja, das sieht sehr nice aus. Mein Scharfschützengewehr jetzt. Ein guter Scan, aber Geist? Es reicht nicht, um das Ritual zu finden. Suchen wir weiter. Okay, dann müssen wir da hinten noch hin. Analysiert die Spalten hier oder was? Ja. Das sind schon so Schweine. Das eben. Ich hab's mir verkniffen. Jetzt boah, ist das lustig. Hey Leute, was Grünes. Ah, schon wieder. Der Schandakku ist schon wieder leer. Hey, was ist mit dir passiert? Ich bin gerade irgendwie über so einen Kieselstein geflogen und in die Mitte. Hey, auf dem Podest ist eine Truhe. Oh, warte, wir kommen. Silberne. Aber schau mal an, Micha, wie ich hier umeinander mich drehe immer hier. Hoppala. Das war ein Fels. Ich glaube, da kann ich nicht dran. Guck, hier oben. Links. Das richtige Dings. Genau. Ach, da, ach, wieder hier an der Stelle, wo ich das letzte Mal gefunden habe. Ja. Warte, ich zähle es noch nicht. Jetzt. Okay. Ich auch. War das soweit? 3, 2, 1. Oh, ein Hemd. Oh, Schuhe. Ich hab ein Hemd gekriegt. Na toll. Oh toll, die sind schwächer. Pulsgewehr und Helium. Ja, Helium habe ich auch. Meinst du also, auch? Auf knapp. Zu den Rissen. Ja. Ich bin drauf, ich kenne die Risse. Ja, ja. Ja. Pass auf, aus einem Riss platzt bestimmt ein fettes Viech raus. Eine Statue. Und Oger kommt vor. Puh. Ja. Ist irgendwas drin? Ne, ich guck grad. Oh. Sieht so aus. Keine Truhe, kein Geist. Oh, Gegner. Aber Gegner. Kommt der Gegner her? Ja, da drüben sind welche auf dem Dach. Juhu! Oh, da ist sogar ein Schweber in Gelb. Da war ein Schweber in Gelb. Gefangenen Anführer, voll zu fertig. Da haben wir Heliumflaschen. Schieß drauf. Helium kann eine Stase. Ah, da oben schießt er. Ah, warte, das geht, das geht. Ah, ich will jetzt auch nochmal auf das Scout-Gewehr, weil ich muss ja auch nochmal ein Kopfschussding machen, glaube ich. Ja. Guck mich gerade mal hier ein bisschen um, vielleicht hier auf dem Dach was. Ich was Grünes gerade bekommen. Grünes? Das war bloß Munition, ich dachte gerade, ich habe was Grünes bekommen. Oh, warte, vielleicht gibt's hier was, weil hier geht's an der Seite entlang. Auf so einen Feldabhang. Aber hier wäre auch schon der Scanpunkt, das heißt, ich kann mal hier schon den Geist einsetzen. Ja. In der Hütte ist nichts. Ja, hier ist leider auch nichts. Schade. Ich dachte, hier wäre vielleicht irgendwo eine Truhe versteckt oder sowas, eine goldene. Ja. Alle. Aber wir müssen tiefer in den Tempel klar. Von Kota eindringen. Hier müssen wir in den Tempel rein. Oh, toll. So, warte, da oben schon drin? Hier in dem. Was wo? Nee, da oben noch nicht. Warte, ich guck mal rein. Ja, okay. Unten rum war nichts, oder? Ja. Unten war nichts.
Oben drauf. Ja, guck mal grad. Ja, ich guck da grad rein. Ne, ganz oben drauf, da ist ja noch ein Dach oben. Ach, auf dem Dach war ich jetzt noch nicht, ne. Naja, aber da ist auch nichts. Aber ich schon drauf, da ist nichts. Okay. Da hinten ist eine Truhe, da hinten ist eine Truhe. Wo? Hier hinten. Oh, Tatsache. Die hab ich echt übersehen. Da bin ich ja vorne lang gekommen. Die hab ich gerade eben gesehen, als ich auf dem Dach war. So, das hört man ja auch wieder. Ja. Was schießt da? Drecks Gegner. Egal, Truhe, schnell, komm. Warte mal. Jetzt habt ihr es soweit? 3, 2, 1. Jo, Helium. Ja, wo ist jetzt die Drecks? So, wer schießt denn da hier? Ich glaube, wie meiner. Der Drecks ist da. Muss man mein neues Scharfschützengewehr testen. Er ist schon tot. Danke. Ja. Da lebt noch irgendwo was. Oh, ja. Ich hab was Grünes. Hier lag was Grünes für mich. Ist? Grüne Handschuhe. Ja. Super bereit. Super breit. Also gut, machen wir mal weiter, ha? Im Gebäude. Ne, da hinten müssen wir. Huh. Ach so. Hier, der Kelium. Okay, egal. So, Schweber weg. Hallo. Hallo. Ich meine den anderen, hallo. Wo liegt die schlafen? Der will nicht mit mir reden. Ja. Hallo Gegner. Yay. Yeah. Halt nicht. Eine Höhle? Ich habe auch eine Höhle gefunden, aber da ist nichts drin. Achso, du bist in der Höhle. Ja, ich hab's gesehen. Wo müssen wir dann hier lang? Ja, drüben. Ey, wir sind, glaube ich, durchgefahren. Arsch des Mondes. Ja, hier gibt's einiges, ja. Also, es ist schon doch relativ groß. Ja. Oh, was für ein nettes Türchen. Oder ist das nur ein Schutzwall, das ist einfach nichts? Ja, das ist keine Tür. Das ist eine Wand. Wand, so. Das ist ja der Felsen nicht abbricht, wahrscheinlich. Warte mal, ist da vielleicht hier auf dem Berg irgendwo, auf so einem Felsvorsprung was drauf? Wäre vielleicht. Hätte ich auch gerade einfach runterhüpfen können, da hätte ich mich gerade runtergeschaut. Immer wieder mal ein bisschen hier umschauen, ob da noch was ist oder so. Ja gut, aber viel ist ja links und rechts nicht, ne? Ja, aber du weißt ja nicht, ob ein Höhleneingang hinter uns zum Beispiel ist, wenn wir nach hinten schauen. Ja. Oder irgendwie so ein Felsvorsprung da, dass da irgendwas. Alter, was für eine Basis. Oh, oh krass. Alter Schwede. Was? Nee, ist auch unser Anfangsbereich, oder? War das unser Anfangsbereich? Ich weiß gar nicht. Ich glaub's, sah so ähnlich aus. Stimmt, da war auf jeden Fall. Ich springe auf dieses. Doch, klar, das, da hinten ist ja dieser Turm, wo wir drin waren. Ja. Guck mal, ob ich hier auf dieses Mauerstück hier springe. Ja, kann ich sogar. Okay, da liegt das Weiße. Wo? Hinter dem großen Gebäude auf so einem Vorsprung. Ja, ich bin bei dir gerade. Relativ blöd da ranzukommen. Wartet, ich komme zu euch. Wo ist das? Ach, da. Hier oben. Scheiße, das Problem, ich muss ja auch auf die Seite. Kannst du nur hin? Ja. Ich stehe auf dir drauf. Warte, okay. Hat jeder? Ja. 3, 2, 1. Ah, Helium. Ah, Helium. Ruhe. Oh, bessere als meine. Oh, cool. Captain. Aua. Captain? Ja, da unten. Ach so. Captain weg. Ja, Captain weggesnipert, ja. Unter uns. Ja, so ein bisschen rennt er noch rum. Geber. Ja. Ich werde irgendwo gesnipert, ich weiß nicht von der woher. Ach, keine Ahnung. Bla. Da hinten ist noch was. Hoppala. Wo ist er hin? Und da ist noch was. Ah, wir müssen hier den Weg lang. Ja. Geht mal vor. Ihr könnt wo? Hier, wo wir eigentlich am Anfang waren, auch wieder in diese Höhle müssen wir runter. Ah, okay. Jetzt müssen wir wahrscheinlich den anderen Weg nehmen da unten. Ja, von der, bei der Mission 1 war das. Wo ich noch kannte hier. Ah, da kommen wir doch wieder Kontakt zu diesem großen Tor. Richtig. Vielleicht der wo am Anfang da zu derbe Problem hat, wo er. Wo wir aufs Schwer gespielt haben. Vor das erste falsches Rauschen. Wir müssen ins Freie. Dort habe ich vielleicht ein stabiles Tempel Signal. Von Krota wieder. Ja, da müssen wir ja rein.
Ich bin noch keine Gegner jetzt gerade. Ja gut, ja, warum aber auch? Das kann auch nicht sein, dass hier keine Kiste war oder kein... Oh, Szene. Ja. Höhle. Höhle. Keine Höhle, das sind nur zwei Felsen aneinander gelehnt. Vielleicht nicht übermäßig, aber vielversprechend. Wer spricht da? Ich weiß nicht. Herr Signalrichter. Und der... Hüter, ich weiß, was du vorhast. Das ist mutig. Aber du hast hier draußen viele Feinde. Danke. Ja, du bist schon weg. Geh hinunter und stell dich der Schar. Wenn du überlebst, finde mich. Das ist die Jägerin, glaube ich. Ja. Glaube ich auch. Signal abgebrochen. Ich habe nur Teil beobachtet, hat er beim ersten Mission-Ding. Ach, die ist ja nicht von der Venus. Aber bevor wir reingehen, sollten wir noch einen Cut setzen. Was von der Venus? Die Szene von der Venus. Wir gehen runter. Genau. Wir gehen runter. Es erinnert mich an Halo 2, als die der Orbit ganz am Anfang angegriffen wird. Oder? Ja, deswegen gehe ich kurz in Deckung. Der erste Satz vom Chief: Gebt mir eine Waffe. Micha. Ja, was denn? Wir wollten den Cut setzen. Schau mal auf die Uhr. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ja. Ja, ja. Deswegen verabschieden sich die Verblähten jetzt mal wieder. So ist es. Im schönen Stuhlkreis hier auf dem Mond verabschiedet sich euer Micha Snake. Euer Korax. A Shadow Mask. Ciao.